Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Transport Fever und wir tun hier mal einen Ausschweißgleis erstellen, um den Zug ein bisschen entlasten. Geht das irgendwie? Ah, komm. Nee, das geht nicht. Müssen wir es wohl so machen. Ist zwar ein bisschen komisch, aber was soll man machen? Können wir hier nämlich auch mal die Brücke etwas verbreitern. Zack. 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 Und hier kann man es dann reinführen lassen. Und so. Zack. Ich stelle mir hier am besten noch ein Signal hin. Zack. Und das Signal müssen wir hier wegmachen. Genau. Und stellen wir jetzt hier hin. Sehr schöne Bahnstrecke jetzt hier. Genau, wenn die sich nämlich gegenseitig ins Gehege kommen, können wir auch mal hier so in der Mitte ein paar. Zack, und hier. Zack, und hier. Und hier noch. Zack. Und hier. Tun wir uns mal hier vor. Bewegen. In den Zug mal Schiene her. Und kaufen mal Züge. Wir haben den Zug gekauft. Wenn wir den Zug kaufen, da können wir die Leute schneller zwar ins Ziel bringen, aber der andere Zug wird auch ausgebremst durch diesen hier. Nee, andersrum. Und das Problem hat sich immer noch nicht gelöst, wie es hier ausschaut. Na, ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Nehmen wir einfach mal den hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und weisen den mal auf die Linie zu. Wenn der jetzt mal hier reinkommt, genau. Der kommt jetzt mal ins Depot. Weg zum Depot nicht gefunden. Da drehst du mal bitte. Und der ist unterwegs nach Beltheim. Das ist sehr gut. Hier ist die Weiche, ne? Ja, noch ist er nicht drüber. Aber jetzt.
War noch nicht ganz drüber. Da waren noch nicht ganz drüber. So, jetzt mal die komplizierte Streckenführung hier. Schaut es euch an. Ist es nicht genial? Herrlich. Ich kriege jetzt auch die gute Lok vorne rangesetzt. Ich sehe, hier sind Felder. Hier muss ja irgendwo ein Bauernhof sein. Absolut korrekt. Das ist am Arsch der Welt, oder? Na, hier ist das schon wieder so eine Kunststofffabrik, die auch hier wieder Kunststoffe liefern kann. Ne? Und da würde man auch wieder Bretter brauchen. Und die Bretter könnte man von da hinten nehmen. Aber der Zug hier, der fährt sich auch sein Minus ein, ne? Der macht ja nur Minus. Ja, der macht nur Minus. Minus, Minus, Minus. Schöner Scheiße. Schöne Scheiße. Ich finde das nicht gut. Ist ein Minusgeschäft. Wenn es dort oben nicht funktioniert. Muss ich ehrlich sagen. Aber der ist jetzt ja drin. Dann tun wir den Zug hier mal rausnehmen. Nicht aufrüsten. Ja, Züge kaufen. Diesen da. Und die waren so hellgelb hier, ne? Super. Und ihn dazu weisen. Zack. Wenn er jetzt rauskommt, ist auch unterwegs Richtung Beltheim. Der ist jetzt in Beltheim. Er kann 72 Mann mitnehmen. Der fährt voll, nehme ich an. Das ist absolut korrekt. Wie wir sind ja noch hier. Ah ne. Zack. 38. Ja, das kann der andere dann mitnehmen. Ja, es blinkt immer noch oben, also ist das immer noch nicht fertig. Das heißt immer noch nicht fertig, immer noch nicht geregelt. Der muss jetzt hier warten zum Bleistift. Aber ich glaube, der ist auch eher hier vorbei, als der hier oben angekommen ist. Aber das warten wir jetzt noch schneller ab. Ist auf jeden Fall ein bisschen lecky gerade, ne? Das kommt einem nur so vor. Gucken wir mal. Die zwei sich begegnen. Der ist auf jeden Fall vorbei. Jetzt müsste die Weiche aufgehen. Noch geht sie nicht auf. Der kämpft sich wahrscheinlich noch hoch hier. Jetzt ist er aufgegangen. Jetzt kommt er ja. Der Geldzug. Bisschen geht's ja schon in the frame rate. Weiß nicht warum, aber hier ist der Zug. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Und fahren mal durch die Brücke. Und dann verabschiede ich mich auch. Wenn wir durch die Brücke sind. Aber jetzt gucken wir erstmal noch, wie die Brücke ausschaut.
Hier kleine Bäumchen. Hinten sieht man den Bauernhof. Oder was das ist? Nee, ich glaube, das ist nicht der Bauernhof. Bin mir gerade noch nicht sicher. Ich entschuldige mich den Rucklern wegen. Ich weiß nicht, was das Spiel hat. Alle Spiele laufen perfekt, außer Transport Fever. Und Transport Fever ist jetzt nicht so das leistungsfressende Spiel. Also da läuft sogar GTA flüssiger gerade. Alter Falter. Da sehen wir jetzt auch mal hier ein Signal in der Brücke. Oder auf der Brücke. Sagen wir mal so. Also das Auto ist ja noch vollkommen okay. Aber irgendwie ruckelt es trotzdem. Und die Tunnelfahrt. Mit Weiche. Tunnelfahrt mit Weiche. Guck, hier ist eine Weiche. Eieiei, das schaut ja ein bisschen komisch aus. Fährt mir durch eine Wand. Durch die Wand wird diese Folge heulen, ne? Durch die Wand. Hehe. Ja, ein paar kleine Fehlerchen sind, aber man kann ja auch nicht alles lösen. Und die Entwickler, die arbeiten auch sehr hart dran, dass sie alles gefixt bekommen. Ja. Nee, läuft noch smooth. Also so zum Ruckeln haben wir das Spiel jetzt noch nicht gebracht, weil wenn der Mauszeiger noch smooth läuft. Aber ich merke es schon, wenn ich hier mal so rumfliege. Ja. Wird Zeit für einen Spielneustart. Aber. Weil nach einem Spielneustart funktioniert es irgendwie wieder. Nach ein bisschen. Gucken wir jetzt noch mal ganz kurz am Hafen, ob alles läuft. Alter Verwalter. Ich will euch das eigentlich nicht anbieten. Aber hier 28. Ne, 48. Ah, die Hausner Kogge, die läuft. Ja, die nutzen alle die Fußwege, finde ich ja lustig. Die laufen so ein bisschen daneben, aber nun gut. Man muss ja nicht alles perfekt machen. Zack, zack. Das Ding kann man doch auch aufrüsten. Wie schaut denn das aus? Aha. Docks befindet sich außerhalb des befahrbaren Gewässers. Okay. Aha. Gucken wir doch mal ganz kurz nach dem befahrbaren Gewässer. Ist doch alles befahrbar hier. Guck mal, der ganze Tümpel ist befahrbar. Pass auf. Zack. Zack. Hm. Komisch. Wahrscheinlich wegen hier. Da müsste man ja ein bisschen terraformen. Man kann ja terraformen, aber ich weiß nicht, ob man hier an der Küste terraformen kann. Nee, das klappt nämlich nicht. Man kann nämlich kein Wasser bewegen. Also Wasser kann man noch nicht machen. Schade. Wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Transport Fever mit Minnesota Gracios. Und hier ist der grüne Zug. Der grüne Zug fährt gerade wieder los. Mit halb voller Besetzung. Na, mehr als halb voll. Ja, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.